What is the message then? Was ist dann die Botschaft? When the glory comes, Psalm 68, verse 4. Wenn die Herrlichkeit kommt, Psalm 68, Vers 5. Psalm 68, verse 4, beloved people. Psalm 68, Vers 5, geliebte Leute. It says, sing to God, sing praise to his name. Extol him who rides on the clouds. Er sagt, singt zu Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt auf den Wolken. His name is Jehovah, the Lord. Sein Name ist Jehovah, der Herr. And rejoice before him. Und jubelt vor ihm. Vers 33, Psalm 68. Vers 34, der gleiche 68. Psalm 68, Vers 33. Psalm 68, Vers 34. He says, er sagt, to him who rides the ancient skies above, ihm, der einherfährt auf dem Himmel der Vorzeit, who thunders with mighty voice. Siehe, er lässt seine mächtige Stimme erschallen. And then you can read on and on. Und dann könnt ihr weiter und weiter lesen. Die Kraft Gottes zu verkünden. Deuteronomy chapter 33, verse 26. 5. Mose, Kapitel 33, Vers 26. Deuteronomy 33, 26. 5. Mose 33, 26. There is no God like the God of Jeshurun. Keiner ist wie der Gott Jeshuruns. And Jeshurun is Israel. Und Jeshurun ist Israel. There is no God like the God of Jeshurun. Es gibt keinen Gott wie der Gott von Jeshurun. Who rides on the heavens to help you. Der auf dem Himmel einherfährt zu deiner Hilfe. On the clouds in his majesty. Auf den Wolken in seiner Hoheit. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. On the clouds. Auf den Wolken. In his majesty. In seiner Hoheit. Let us move on. Lasst uns weitermachen. The book of Isaiah, chapter 19, verse 1. Das Buch Jesaja, Kapitel 19, Vers 1. Then I'm going to explain everything together. Dann werde ich alles zusammen erklären. Halleluja. Halleluja. Isaiah 19, verse 1. Jesaja 19, Vers 1. Before I read Isaiah. Bevor ich Jesaja lese, can I explain the three we have read? Kann ich die drei erklären, die wir gelesen haben. What is the Lord saying now? Was sagt der Herr jetzt? To the nation of Europe. Zu der Nation von Europa. Listen to what Jehovah is saying. Hört zu dem, was Jehovah sagt. He's saying, er sagt, that he is essentially introducing Jehovah, introducing God to the church in Europe. Dass er im Wesentlichen Jehova vorstellt, Gott zu der Gemeinde in Europa vorstellt. How can somebody come and start to introduce God to the people that are supposed to be worshiping God? Wie kann jemand kommen und anfangen, Gott vorzustellen zu den Leuten, die Gott anbeten sollen? Halleluja. Halleluja. Something must have gone terribly wrong. Nun, etwas muss schrecklich falsch gelaufen sein. For somebody to appear to worshipers of God. Dass jemand erscheint zu den Anbetern Gottes. And tell them, I now want to introduce to you God. Und ihnen sagt, ich möchte euch jetzt Gott vorstellen. Hey, and then he's saying, und dann sagt er, I want to introduce to you the ancient God of Israel. Ich möchte euch den urtümlichen Gott von Israel vorstellen. But how can you say that to a modern Europe? Aber wie kann man das zu einem modernen Europa sagen? Where the gospel is modern. Wo das Evangelium modern ist. The people are modern. Die Leute sind modern. The roads are beautiful roads. Die Straßen sind wunderschöne Straßen. The trains are beautiful. Die Züge sind wunderschön. The airports, the roads are well marked. Die Flughäfen, die Straßen sind sehr gut markiert. The traffic lights, everything is modern. Die Verkehrslichter, alles ist modern. How can you come to a modern people? Wie kann man zu modernen Leuten kommen? And introduce to them und ihnen vorstellen the ancient God of Israel. Den altertümlichen Gott von Israel. How do you bring an ancient gospel? Wie bringt man ein urtümliches Evangelium, to a modern people? Zu einem modernen Volk? He's saying, er sagt, that the God he has described here that cometh in the ancient cloud. Dass der Gott, den er hier beschrieben hat, der in der altertümlichen Wolke kommt. He say, er sagt, that he flies. Dass er fliegt. He flies. Er fliegt. He
He comes flying. Er kommt fliegend. Riding on the ancient clouds. Einherfahrend auf den urtümlichen Wolken. And he's coming pretty fast. Und er kommt ziemlich schnell. And he's up there. Und er ist dort oben. And he says, und er sagt, in other words, mit anderen Worten, this God you worship, den Gott, den ihr anbetet, is different from other gods. Ist anders als die anderen Götter. Because weil all the other gods, all die anderen Götter, are found down here, sind hier unten zu finden. But this Jehovah, aber dieser Jehova, he is the most high God. Er ist der höchste Gott. He is found up there. Er ist dort oben zu finden. He's up there. Er ist dort oben. Separiert. Separado. Separiert. Separated. Separiert. He's saying, er sagt, he's separated from the world. Er ist separiert von der Welt. And therefore, und deshalb, look at this now. Betrachtet dies jetzt. If he's separated from the world, wenn er separiert ist von der Welt, and therefore, und deshalb, his worshippers too, auch seine Anbeter, and demand that they observe separation. Er verlangt, dass sie Separierung einhalten. Halleluja! Halleluja! That the worshippers of Jehovah, dass die Anbeter von Jehova, must also now, müssen jetzt auch, by virtue of association, aus Verbindungseigenschaft, association, Verbindung, now observe, jetzt einhalten, a separation, eine Separierung. And he's saying, und er sagt, all the other gods, all die anderen Götter, you take a piece of wood, man nimmt ein Holzstück, and you polish it, und man poliert es, you cut a tree, man schneidet einen Baum, and you polish it, und man poliert es, and you nail it, you nail to hold it, its feet, und man nagelt es, dies zu halten, um seine Füße zu halten, nail it to hold it, es zu nageln, um die Füße zu halten, you have to nail it to hold it, man muss es nageln, um es zu halten, and then you have to use varnish to polish it to shine, und dann muss man Creme benutzen, um es zu polieren, damit es glänzt, and if you want to give it shoes, und wenn man es Schuhe geben möchte, you get some black leather, you polish, bekommt man schwarzes Leder, um es zu polieren, and you bring and you nail the leather now on the feet, und du bringst es und nagelst das Leder jetzt an die Füße. But when you pray to it, aber wenn man es anbetet, there is no answer, gibt es keine Antwort. When you ask it, wenn du es etwas fragst, there is no response, gibt es keine Antwort. And when trouble comes, und wenn Ärger kommt, you have to carry it, muss man es tragen. Because both of you are in trouble. Denn beide von euch sind in Schwierigkeiten. I am introducing Jehovah. Ich stelle Jehovah vor. I want to introduce the God that comes. Ich möchte den Gott vorstellen, der kommt. In the ancient cloud. In der urtümlichen Wolke. He is not like these other gods. Er ist nicht wie diese anderen Götter, that you have to nail with a nail, die man mit einem Nagel nageln muss. And you have to run with it. Und man muss damit laufen. When the floods come, wenn die Überflutungen kommen, or earthquakes come, oder Erdbeben kommen, or fire comes, oder Feuer kommt, or danger comes, oder Gefahr kommt, you are both in danger. Ihr seid beide in Gefahr. Jehova is the most high God. Ist der allerhöchste Gott. Er sagt, there is no God like the God of Jeshurun, es gibt keinen Gott wie der Gott von Jeshurun, who rides on the ancient clouds, der auf den urtümlichen Wolken einherfährt. I tell you, ich sage euch, I told you there is a new day in Europe. Ich sagte euch, es gibt einen neuen Tag in Europa. And he says, und er sagt, he comes, er kommt. Let me read further, because I need to read how he comes. Lasst mich weiterlesen, denn ich muss lesen, wie er kommt. In the chariots, the wind. In den Triumphwagen, der Wind. The arrival is always on time if you call on him. Oh. Can I read? Also Ankunft ist immer pünktlich, wenn ihr ihn ruft. Kann ich lesen? Er verzögert nicht, er verzögert nicht. His arrival is on time. Seine Ankunft ist pünktlich. Jesaja 19:1. He says, an oracle concerning Egypt. Er sagt, ein Ausspruch über Ägypten. See, the Lord rides on a swift cloud. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke. And he is coming to Egypt. Und er kommt nach Ägypten. And he says, und er sagt, when he is coming, wenn er kommt, then he says, und er sagt, the idols of Egypt tremble before him. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm. In the hearts
of the Egyptians melt away inside them. Und das Herz Ägyptens schmelzt in seinem Inneren. That is serious. Das ist schwerwiegend. That is what I call something serious. Das ist, was ich etwas Schwerwiegendes nenne. Because he's saying, denn er sagt, that he has seen. Isaiah had seen. Dass er gesehen hat. Jesaja hat gesehen. Allowed to see. Erlaubt gewesen zu sehen. And he saw the itinerary. He saw the itinerary of God. Und er sah den Reiseplan. Er sah den Reiseplan Gottes. And he saw that Jehovah was coming. Und er sah, dass Jehovah kommt. And then he checked the flight path. Und dann überprüfte er. Er überprüfte den Flugweg. And then when he checked the destination, und dann, als er das Ziel überprüfte, he saw the destination Egypt. Er sah das Ziel Ägypten. And he said, und er sagte, God had decided that the time to visit Egypt was now. Gott hatte entschieden, dass die Zeit, Ägypten zu besuchen, jetzt ist. Which means, dies bedeutet, he said, er sagt, I have been watching. Ich habe beobachtet. I have been watching. I've been watching. Ich habe beobachtet. Ich habe beobachtet. Don't think I've not been seeing. I've been watching. Denk nicht, ich habe nicht gesehen. Ich habe beobachtet. And for many years I have been watching. Und seit vielen Jahren habe ich beobachtet. And when I watch it there, und wenn ich es dort betrachte, I see how homosexuality is central. Sehe ich, wie Homosexualität zentral ist. And it's being it's now acceptable in the church. Und es ist jetzt akzeptabel in der Gemeinde. When I watch there, wenn ich dort hinschaue, I see how immorality is rife. It's big. Sehe ich, wie Unmoral reif ist. Es ist groß. They are worshiping it. Sie beten es an. They adore it. Sie verehren es. Even in the church they go with short dresses. Sogar in die Gemeinde gehen sie mit kurzen Kleidern. They don't care. Tight clothes, huh? Sie kümmern sich nicht. Enge Kleidung, hä? Kurze Röcke. Sie gehen. Er sagt, oh, ich habe beobachtet. How the pastors allow them just to live with men and women, no marriage. I have been watching. Wie die Pastoren ihnen einfach erlauben, mit Mann und Frau zu leben. Keine Ehe. Ich habe beobachtet. The false prophets are saying, and this is not from my mind. This is not from my mind. Die falschen Propheten sagen, ah, und das nicht von meinem Verstand. Dies ist nicht von meinem Verstand. Und der Herr sagte, they said, this is not from my mind. Sie sagen, dies ist nicht von meinem Verstand. Halleluja! Halleluja! Christus viene! Christus kommt! Jesus is coming! Jesus kommt! This is the time to clean up. Dies ist die Zeit, sauber zu machen. And please, this is not from my mind. Und sie sagen, bitte, dies ist nicht von meinem Verstand. They say like that. Sie sagen es so. Dann weiß man wirklich, dass es wirklich von seinem Verstand ist. He said, I have been watching. Er sagt, ich habe beobachtet. Write a check. Schreibt einen Scheck. Run here with a check for God. I need only 10 people. They need only 10. God, he said, today God wants to bless only 10. Renne hierher mit einem Check, damit Gott, ich brauche nur 10 Leute. Sie brauchen nur 10. Sie sagen, heute wird Gott nur 10 segnen. I have been watching the liberal theology. Ich habe die liberale Theologie beobachtet. All inclusive. Alles inklusive. Everything is accepted. Alles ist akzeptabel. And Jehovah said, und Jehovah sagte, when you watch Egypt for many years, wenn man Ägypten für viele Jahre betrachtet, he saw that there were some big gods there, big worship. Er sah, dass es dort einige große Götter gab, die dort angebetet werden. Big gods, große Götter. Big gods being worshipped. Große Götter werden angebetet. Until he said, bis er sagte, I think time has arrived. Ich denke, Zeit ist gekommen. And now enough is. Und jetzt genug ist genug. And that's why when Isaiah looked. Und deswegen, als Jesaja schaute, Isaiah said no. Jesaja sagte nein. Let me just check the flight path. I will know where he's going. Lass mich einfach den Reiseplan überprüfen. Ich werde wissen, wo er hingeht. And he saw. Und er sah. Then he saw destination. Dann sah er das Ziel. Ziel Ägypten. Und er sagt, he's coming.
Er kommt. In a swift cloud, meaning, in einer flinken Wolke, das bedeutet, arrival is on time. Ankunft ist pünktlich. It is going to be on time. Es wird pünktlich sein. It's going to be on time. Er wird pünktlich sein. And he's saying, und er sagt, so when finally the hour came, als nun endlich die Stunde kam, when Jehovah said, here I go, als Jehovah sagte, hier gehe ich hin, and when immediately he arrived like this, und als er sofort so ankam, the biggest gods, die größten Götter, the humongous gods of Egypt, die riesigen Götter von Ägypten, the idols, the idols of Egypt, die Götzen von Ägypten, built strong, stark gebaut, powerful, mächtig. So when he arrived, nun, als er ankam, then there was an earthquake, dann gab es ein Erdbeben. Then each of the big gods, dann jeder von den großen Göttern. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. In court, first of all, in the court. Im Gericht. Als erstes im Gericht. In the high court of Sweden. In dem hohen Gericht von Schweden. When one lawyer stands up, wenn ein Rechtsanwalt aufsteht, the other lawyer must sit down, muss der andere Rechtsanwalt sich hinsetzen. There is an order in the court. Es gibt eine Ordnung im Gericht. The same thing with the gods. Die gleiche Sache mit den Göttern. When one god stands, wenn ein Gott steht, another one must go down, muss ein anderer nach unten gehen. No two god can ever be worshipped at the same time. Zwei Götter können niemals zur gleichen Zeit angebetet werden. Als er ankam, gab es einen Kampf der Götter. A battle of the gods took place. Ein Kampf der Götter fand statt. And the Egyptian gods are known, they're big. Und die ägyptischen Götter sind bekannt, sie sind groß. So when the Lord arrived, nun, als der Herr ankam, and then the big gods, und dann die großen Götter, look at this now, betrachtet dies jetzt, one by one, einer nach dem anderen. One God must remain. Give only one step. God. Ein Gott muss bleiben. Nur ein Gott. Only one God can be worshipped. Nur ein Gott kann angebetet werden. Only one God can be worshipped. Nur ein Gott kann angebetet werden. One God has to come down. Ein Gott muss nach unten kommen. Yeah. Only one God must remain. Nur ein Gott muss bleiben. No two gods can be worshipped at the same time. Keine zwei Götter können angebetet werden zur gleichen Zeit. No. Nein. Because now it's a battle of the gods. Denn jetzt ist es ein Kampf der Götter. No. Halleluja. Halleluja. Oh yes. Oh ja. This is what I have come to tell Europe. Wegen diesem bin ich gekommen, um zu Europa zu sprechen. That right now, dass gerade jetzt, there is a battle of the gods, gibt es einen Kampf der Götter. And the God that wins, und der Gott, der gewinnt, will be worshipped, wird angebetet. Forever and ever. Für immer und ewiglich. Halleluja. Halleluja. That's why I said, deswegen sagte ich, it is a difficult thing, es ist eine schwierige Sache, to come to people that worship the Lord, zu den Leuten zu kommen, die den Herrn anbeten. And to tell them, I want to introduce Jehovah to you. Und ihnen zu sagen, ich möchte euch Jehovah vorstellen. I see the way you worship. Ich sehe die Weise, wie ihr anbetet. I must introduce God to you. Ich muss euch Gott vorstellen. Because I see worshiping a modern God, Dios moderna. Denn ich sehe einen modernen Gott, den sie anbeten. Modernen Gott. Halleluja. Halleluja. It is time to worship Jehovah. Es ist Zeit, Jehovah anzubeten. Halleluja. Jehovah to come in the cloud of his glory. Dass Jehovah kommt in der Wolke seiner Herrlichkeit. Is one. Ist eins. In order to come back. Um zurückzukommen. And crush the idol God in your life. Und die Götzengötter in deinem Leben zu zerstören. That worship may be straightened. Sodass die Anbetung begradigt werden kann. May now be straight. Und jetzt gerade ist. That there can be clarity in worship. Dass es Klarheit in Anbetung geben kann. Because you worship another God. Denn ihr betet einen anderen Gott an. On Sunday you try to worship in the church. Am Sonntag versucht ihr in der Gemeinde anzubeten. Sometimes some issues are there, right? Manchmal gibt es einige Probleme dort. Richtig? A certain man is lusting at you. Ein Mann, ein bestimmter Mann ist gierend nach dir.
Then going to church has turned for you now. It has turned into a place to go and meet this man. Und zur Gemeinde gehen ist geworden. Für dich ist es zu einem Ort geworden, diesen Mann zu treffen. The next thing we realize, you are trying to commit abortion. Die nächste Sache, die wir realisieren, du versuchst Abtreibung zu begehen. The Lord said, I have been watching. Der Herr sagt, ich habe beobachtet. Ich habe beobachtet. I have been watching. Ich habe beobachtet. And now I am coming. Und jetzt komme ich. And the Lord is saying that now. Und der Herr sagt, dass jetzt. There is an itinerary there. Es dort einen Reiseplan gibt. And he's saying. Und er sagt. That please run to Stockholm. Das bitte laufe nach Stockholm. He said no, do it from Stockholm. Don't do it in Malmö. Er sagt nein, mach es von Stockholm aus. Mach es nicht in Malmö. Do it in Stockholm. Stand there and announce it. Mach es in Stockholm. Stehe dort und verkünde es. In the capital. In der Hauptstadt. And stand there. Und stehe dort. And tell them you have seen the itinerary of God. Und sage ihnen, dass du den Reiseplan von Gott gesehen hast. And you have checked the flight path slowly. You check. Oh, then you've seen it. Und du hast den Flugweg langsam überprüft. Oh, und dann hast du es gesehen. The Lord is saying. Der Herr sagt. I have been watching. Ich habe beobachtet. And now. Und jetzt. Enough. Is enough. Genug ist genug. I have been watching Sweden. Ich habe Schweden beobachtet. I have seen their worship. Ich habe ihre Anbetung gesehen. They're doing it, they're mixing it. Sie tun es, sie vermischen es. And they're stabilizing and they're living like that. Und sie halten konstant und leben so. And they're comfortable there like that. Und sie fühlen sich so wohl damit. But go and stand before them. Aber geh und steh vor ihnen. And tell them, I have seen the itinerary of God. Und sage ihnen, ich habe den Reiseplan Gottes gesehen. I have seen the destination. And the Lord is saying, destination, Stockholm. Sweden. Ich habe das Ziel gesehen und der Herr sagt, Ziel Stockholm, Schweden. Jehovah. Kommt nach Stockholm, Schweden. And he says that when he comes to Stockholm, Sweden. Und er sagt, wenn er nach Stockholm, Schweden kommt, there are certain gods he has seen. Gibt es bestimmte Götter, die er gesehen hat. Meaning he has been watching. Das bedeutet, er hat beobachtet. And he's saying, und er sagt, the Swedish people, die schwedischen Leute are mostly comfortable people and peaceful people. Sind meistens gemütliche Leute und friedliche Leute. So they have settled now there in that worship. Also haben sie sich jetzt festgelegt in dieser Anbetung. They are now peaceful there. Sie sind jetzt friedvoll dort. Then he say, run there now when they are peaceful and stand before them and announce. Dann sagt er, lauf dorthin, jetzt wenn sie friedlich sind und stehe vor ihnen und verkünde. That the God you love so much. Dass die Götter, die ihr so sehr liebt. The Lord Jehovah is now coming. Der Herr Jehovah kommt jetzt. And when he arrives, und wenn er ankommt. Immediately, sofort. The Lord on a swift cloud, arrival is in time. Der Herr auf einer flinken Wolke. Ankunft ist pünktlich. When he arrives, wenn er ankommt. The gods of Sweden. Die Götter von Schweden, that have bound the nation, immorality what? Welche die Nation gebunden haben, Unmoral was? They must come down. Sie müssen hinunterkommen. They must now come down. Sie müssen jetzt nach unten kommen. Why? Warum? Because this is the hour. Denn dies ist die Stunde for the battle of the gods. Für den Kampf der Götter. The God that wins will be worshipped forever. Der Gott, der gewinnt, wird für immer angebetet werden. Halleluja! Halleluja! There is a battle. Es gibt einen Kampf. And we know who normally wins. Und wir wissen, wer normalerweise gewinnt. Must always win. Muss immer gewinnen. Finally it has to be confronted. Endlich muss es konfrontiert werden. Und nach unten gebracht wird, sodass Jehova in diesem Land erhöht wird. I have come to exalt Jehova in Sweden. Ich bin gekommen, um Jehova in Schweden zu erhöhen. Jehova, only Jehova is God. Jehova, nur Jehova ist Gott. And if Jehova is God, und wenn Jehova Gott ist, then the Swedish people are going to worship Jehova. Dann werden die schwedischen Leute Jehova anbeten. And Jehova alone. Und Jehova alleine. And if homosexuality is sin, und wenn Homosexualität Sünde ist, then the Swedish people are going to get
rid of homosexuality and worship Jehovah. Menschen, die schwedischen Leute werden sich trennen von Homosexualität und beten Jehova an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Worship, worship. Anbeten, anbeten. The hour for worship. Die Stunde für Anbetung ist gekommen. This is the time for evening sacrifice. Dies ist die Zeit für die Abendsopferung. And we will see which God answers. With fuego, with fuego, with fire, with fire. Und wir werden sehen, welcher Gott antwortet. Mit Feuer, mit Feuer, mit Feuer, mit Feuer. To come and purify. Um zu kommen und zu reinigen. It's called divine purification. Es wird als göttliche Reinigung bezeichnet. And to incinerate, to burn. Und um einzuäschern, zu verbrennen. The sinful affections of the flesh. Und die sündhaften Begierden des Fleisches. And to make you lean, lean. Und euch schlank zu machen, schlank. That you may start worshiping, sodass ihr anfängt anzubeten. As your tears are flowing like a river. Während eure Tränen fließen wie ein Fluss. While climbing those stairs. Während ihr auf diesen Treppen hinaufgeht. And the Lord says, it's all right. Und der Herr sagt, es ist in Ordnung. You can weep. You can cry. Du kannst weinen, du kannst heulen. Because you are weeping heading to heaven. Denn du weinst und gehst gen Himmel. Halleluja. Halleluja. That's okay. Das ist okay. You know the way you can remove a thing from a child, a dangerous thing from a child? Wisst ihr, wie man eine Sache von dem Kind entfernen kann? Eine gefährliche Sache von dem Kind. And the child cries uncontrollably. Und das Kind weint unkontrollierbar. And you say, honey, good for you. Und du sagst, Schatz, gut für dich. It's good you because now at least you're headed in the right direction. Denn wenigstens jetzt gehst du in die richtige Richtung. Wenn du weißt, dass du dorthin gehst, weinend, aber ich habe dein Leben gerettet. Halleluja! Halleluja! And he says, und er sagt, when David encountered Goliath, als David Goliath antraf, we don't have time to read 1 Samuel, chapter 12. Wir haben keine Zeit, 1. Samuel Kapitel 12 zu lesen. He took a sling. Er hat eine Schleuder genommen. Because this particular God, denn dieser bestimmte Gott had disturbed the people. Hatte die Leute gestört. Dann hat er schon gestört. Quite a bit, quite a bit. Warum? Ziemlich viel. Ziemlich viel. And he swung it. Und er schleuderte es. I said, what is this? Und er sagte, was ist das? What is this you've done? Was ist das, was du getan hast? He swung it. Er schleuderte es. And then he hit it. Und dann traf er es. But it came with an anointing. Aber es kam mit einer Salbung. And it went straight here. Und es ging direkt hier hin. And it was like a joke. And he was down. Und es war wie ein Witz und er war unten. And David ran there. Und David rannte dorthin. Because people thought it was a trick. Denn Leute dachten, es war ein Trick. For him to catch it. Dass er ihn trifft. But he ran there. And people said, "Hallo?" Aber er rannte dorthin und die Leute sagten, ach so? Is this a movie or a dream? Ist dies ein Film oder ein Traum? When he reached there, he stepped on the head. Als er dort ankam, trat er auf den Kopf. He took the spear and he slaughtered the neck. Und er schlachtete das Genick. And he carried. Und er trug the neck. Das Genick as a souvenir. Als ein Souvenir, a trophy. Eine Trophäe. So, nun, the Lord is saying, der Herr sagt hier, that when there is a battle of the gods, dass wenn es einen Kampf der Götter gibt, when people go to battle, wenn Leute in den Kampf gehen, they must come back with trophy. Müssen sie zurück mit Trophäe kommen. And so, und nun, if you see what happened in Ashdod, wenn ihr seht, was in Ashdod passiert ist, Ashdod, they took Jehovah, my God. Sie nahmen Jehovah, mein Gott. The ark, the pacto, the ark of the covenant of the Lord. Die Lade, die Lade, die Lade, die Bundeslade des Herrn. And they put next Dagon. Und sie stellten sie neben Dagon. In an attempt to see, to worship both or to see. Mit einem Versuch zu sehen, beide anzubeten, zu sehen. Because you know Dagon was a difficult god, a very powerful in that area. Denn wisst ihr, Dagon war ein schwieriger Gott. Ein sehr kräftiger in diesem Gebiet. Er war schwierig, seine Anforderungen waren hoch. Die Leute fürchteten ihn. In fact, Baal was a problem enough. Tatsächlich war Baal ein Problem genug. Because he has so much demand and is a feared God, Baal. Denn er hat so viele Anforderungen und er ist ein gefürchteter Gott. Baal. Even Israel at one point worshipped Baal. Sogar Israel an einem Punkt haben sie Baal angebetet. So that's how difficult Baal was. Nun, dies ist, wie schwierig Baal war. And sneaky. Und hinterhältig. But I'm sneaky. Aber kam nicht hinterhältig. Can you imagine?
that actually Dagon was the father of Baal. Könnt ihr euch vorstellen, dass tatsächlich Dagon der Vater von Baal war? So can you imagine how difficult Dagon must have been? Nun könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig Dagon gewesen war. If Baal was that difficult. Wenn Baal so schwierig war. Now you are dealing with the father of Baal. Jetzt geht es um den Vater von Baal. What problem is that? That is a large problem. Welches Problem ist das? Das ist ein großes Problem. So, they brought the ark of the covenant of Jehovah my God, and they took to the temple of Dagon. Nun, sie brachten die Bundeslade von Jehovah, mein Gott, zu dem Tempel von Dagon. And they put next to Dagon. Und sie stellten ihn neben Dagon. And they wanted to know one thing. Und sie wollten eine Sache wissen. Which God is stronger? Welcher Gott ist stärker? So the next morning. Nun am nächsten Morgen. My God. Mein Gott. He pushed Dagon. Drückte er Dagon. So when they entered. Nun, als sie eintraten, they found Dagon. Haben sie Dagon angefunden, the God they feared. Den Gott, den sie gefürchtet haben. You know, if someone beats up someone you fear. Wisst ihr, wenn jemand jemanden verprügelt, dann fürchtet man sich. That's a serious situation. Dies ist eine ernsthafte Situation in your heart. In deinem Herzen. They said, no, this must be an accident. Sie sagten, nein, dies muss ein Unfall gewesen sein. They put him back. Sie stellten ihn zurück. The next day, der nächste Tag, Jehovah, like this. Jehovah machte dies. You know, he doesn't use much power. Wisst ihr, er gebraucht nicht viel Kraft. Kraft. Nur wenig. Er macht einfach nur so. And then there was Dagon on the face. Und dann war dort Dagon auf dem Gesicht. And my God stepped on the head. Und mein Gott trat auf den Kopf. And cut the neck. Und schnitt den Kopf. And cut the hands. Und schnitt die Hände. And took up there. Und brachte es dort hoch. To the victory camp. Zu dem Siegeslager. As trophy. Als Trophäe. To be known, on a certain day there was a battle of the gods. Damit bekannt ist, an einem bestimmten Tag gab es einen Kampf der Götter. And Jehovah won. Und Jehovah hat gewonnen. And brought the head back home. Und brachte den Kopf zurück nach Hause. The Lord is saying, der Herr sagt, that in the hearts of the Swedish people, dass in den Herzen der schwedischen Leute, he is going to slaughter the gods you've been worshiping. Wird er die Götter schlachten, die ihr angebetet habt. I don't know what it is. Maybe it's immorality. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es Unmoral. Maybe it's liberalism. Vielleicht ist es Liberalismus. Maybe it's postmodernism. Vielleicht ist es Postmodernismus. Where everything has to fit within the paradigm of modern. Wo alles angepasst werden muss innerhalb von dem Paradigma der Moderne. Even God has to be modern. Er sagt, Gott muss modern sein. He's saying, but when he does it, er sagt, aber wenn er es tut, your heart, so there will be stumps. Eure Herzen, es wird Stümpfe geben. Stumps. So, head cut off, hands so cut off. Stümpfe, Köpfe abgeschnitten, Hände abgeschnitten. But one day when we are now in heaven, aber eines Tages, wenn wir jetzt im Himmel sind, I can look at some, oh, you're from Sweden, right? Kann ich einige sehen und sagen, du bist von Schweden, richtig? Because you can see the stumps. Man kann die Stümpfe sehen. This guy was an idol worshiper. Man sagt, dieser Mann war ein Götzenanbeter. But because of the grace of God, he's now in heaven. Aber wegen der Gnade Gottes ist er jetzt im Himmel. Halleluja! Halleluja! The stumps. Die Stümpfe. Halleluja! Halleluja! Because he said that heaven is the place. Denn er sagte, dass der Himmel der Ort ist. That where, when you look at the citizens of heaven, dass wenn man sich die Bürger des Himmels anschaut, that's the only place where you find all citizens are ex-prisoners. Dies ist der einzige Ort, wo man alle Bürger als Ex-Gefangene antrifft. Ex-prisoners. Ex-Gefangene. People that have been prisoners to sin. Leute, die gefangen in der Sünde waren. For many, many years. Und für viele, viele Jahre. And then the Lord liberated them. Und dann befreite der Herr sie.